Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter hier im Stone Temple. Wir haben hier oben noch ein paar Sachen, die wir uns theoretisch holen könnten. Aber dafür müssen wir das Ding, glaube ich, nochmal umdrehen. Ich habe jetzt im letzten Part nochmal ein bisschen rumprobiert. Und was richtig geil ist, wir haben endlich den Song of Soaring gefunden. Ich weiß nicht, wie der in Deutschen heißt. Den Warp-Song, ne? Wir können uns endlich teleportieren. Und jetzt steht erstmal der Bossfight bevor. Es müsste mit Golver sein. Müsste. Mal gucken. Ach, wir kriegen hier sowieso nochmal einen Raum vorher, okay. Da ist auch eine Schatzkiste. Wie lustig das ist, ey. Ja, dieser Dungeon ist schon irgendwie cool gemacht, aber irgendwie ist er auch ein bisschen nervig, ne? So. Komm her. Komm, wir machen den einfach mit Maske wieder, oder? Ich meine, dafür haben wir sie. Let's go. Da dauert der auch nur 2 Sekunden hier. Lol, Alter, wie schnell der geht, ne? Grimmige Gottheit ist halt einfach eine Gottheit, ne? Was soll man anderes sagen? Okay, wir kriegen noch eine Fee. Und wahrscheinlich... Oh, lol, wir kriegen hier den Robon-Opal, genau. Den Goron-Opal. So, Nummer 11. Dann hängt da noch 2 Feen drin. Das heißt, wir müssen im Dungeon selber nochmal 2 Feen irgendwo ausfindig machen. Oh Mann, ich habe gar keinen Bock darauf, die zu suchen. Ey, wie geil. So, warte mal, den habe ich jetzt gefunden. Water, Shadow, Spirit, Wood, Snow, Grappy Stone. Jo. Cool, okay, dann können wir doch noch nicht den Dungeon Majora's Mask abschließen. Das heißt, wir müssen erst noch andere Dungeons fertigstellen. Jetzt wird man einfach auch wieder rausgefordert. Wie mies das auch einfach ist, ne? Theoretisch, wenn ich jetzt den Warp-Song nicht gefunden hätte, hätte ich alles nochmal machen müssen. Aber wir haben ja gefunden. Das ist ja das Geile. So, ich würde mir aber mal kurz irgendwo eine Erbse holen. Und ich glaube, wir hatten in Ocarina of Time beim Spirit Temple eine, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, da gab es einfach eine Erbse for free. Deswegen, wir gehen da mal kurz hin. Und schnabulieren uns die. Denn diese Erbse, also wir brauchten jetzt eine Erbse. Beim Stone Temple. Die konnte man da einpflanzen, wenn ich rumgedreht hatte. Und da... Naja, da konnte ich was einpflanzen, komischerweise. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber ja, das war möglich. Und da gab es auf jeden Fall noch was zu... Hallo? Hallo, ich will hier nur mein Lied spielen. Was ist denn hier los? So, das machen wir jetzt nochmal schnell. Und holen uns hoffentlich eine Erbse. Die müsste da aber, glaube ich, rauskommen. Gibt es auch blaues Elixier und sowas. Das ist schon eine ziemlich gute Feenquelle, muss ich sagen. Genau, guck mal, da ist nämlich eine Wundererbse. Eine Wundererbse. Das ist einfach nur eine Erbse, ne? Eine magische Erbse. So, und jetzt kann ich hier auch... den Song von hier aus rausmachen? Geht das? Lol, das geht auch. Ich kann... Ah, ist das cool. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Okay. Pass auf. Wir gehen mal in den Stone Tower. Genau. Nice. Dass das alles jetzt so funktioniert. So easy peasy. Ich freue mich. So. Oh, jetzt warum lande ich denn hier? Warum kann ich denn nicht da... Okay. Warum kann ich denn nicht da drüben landen? Ja, weil das Majora's Mask ist. Und weil das ein Nintendo-Spiel ist. Genau. So, das war auf jeden Fall Nummer 1. Das eigentlich? Das reicht ja schon so theoretisch. Ich will das Ding umdrehen. Aber will ich es jetzt schon umdrehen? Ich glaube, wir gehen erst nochmal in den Dungeon rein, oder? Oder drehen wir es?
Ne, ich drehe es jetzt gleich um. Ja, ich drehe es jetzt gleich um und pflanze erstmal die Erbs ein. Ich will erstmal gucken, was in den... Wow, man muss auch punktgenau treffen, ne? Ich will erstmal gucken, was in den Schatzkisten ist und wo das hinführt, weil ich warte halt noch nicht. Das interessiert mich gerade richtig. Was ich da machen kann. Und vielleicht gehören die ja auch dazu. Vielleicht gehören die ja zum Tempel dazu. Das kann natürlich auch sein. So, zack. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt passiert. Das habe ich noch nie gemacht und noch nie gesehen. Mhm. Warum funktioniert... Ich stehe gerade zu nah dran, kann das sein? Ich stehe zu nah dran, glaube ich. Ich glaube, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil sonst wächst das nicht. Genau. Okay. Wo fliegt das Ding jetzt hin? Ich drehe erstmal eine Runde. Wo fliegt das hin? Ja, guck mal, da sind einfach drei Schatzkisten. Einfach ganz random. Und da kann ich noch eine Biene... Da kann ich noch eine einpflanzen. Oh nein! Oh Gott, ich muss gleich noch eine Runde drehen. Okay, das kam unerwartet. Wer weiß, wie viel ich noch brauche. Okay, ein Skuldi-Symbol. Hier ist leider gar nichts drin, aber man kann hier auf jeden Fall... Oder meint er, das ist nur für den Rückweg? Da würde ich jetzt nicht davon ausgehen unbedingt, weil hier geht es auf jeden Fall noch höher, ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch mehr sich verbirgt. So, schauen wir mal, was wir jetzt hier noch anrichten mit unserer Wundererbse. Ob wir hier noch ein paar neue Gefilde erreichen, aber ja, theoretisch dürfte da jetzt nicht mehr so viel passieren. Ich würde hier noch mal eine Bombe legen, weil uns fehlt halt auch irgendwie noch ein paar Löcher, ne? Glaube ich. Vielleicht gibt es hier irgendwas Unterirdisches. Nö. Ja, wunderschön, Link. So, zack. Ach ja. Ja, geh mal später nochmal ins Stone Tower Tempel rein. Ich meine, das ist jetzt... Obwohl... Fehlt uns dann ein Check? Die fliegt jetzt nur wieder runter. Das ist dein scheiß Ernst. No, genau. Die fliegt uns einfach wieder runter. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, egal, komm. Ich drehe das Ding nochmal rum und wir gehen nochmal rein. Auch wenn man wahrscheinlich... Auch wenn man wahrscheinlich die Feen, nicht alle finden. Auf die Schnelle. Vielleicht werde ich das skippen, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Bam, 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 bam. Okay, dann wollen wir mal. Also es müsste, ich weiß gar nicht, zwei Schatzkisten noch geben, die wir noch nicht hatten jetzt. Eine ist hier irgendwo, okay. Ah, stimmt, da ist ja auch noch eine. Ja, da fehlt uns ja nur eine Fee. Ah, super. Cool. Die Frage ist, wo ist die? Kann halt überall sein, ne? Also, wir haben den einen Raum, da sind auf jeden Fall zwei Feen drin. Ja, mit der Maske würde es halt einfacher gehen. Wo haben wir denn noch Schatzkisten? Wir haben noch eine Schatzkiste. Das war aber auch nur so eine komische, ne? So eine No-Name-Schatzkiste.
kann auch mal versuchen, alle Gegner umzubringen. Weil da kommen ja auch manchmal Feen raus. So, da sind wir standardmäßig jetzt immer lang gegangen. Ich rüste mal ganz kurz noch die Hasenohren aus. So. Okay, genau, hier ist die Schatzkiste auf jeden Fall, die wir holen müssen. Wo war die? War die unter Wasser jetzt, ne? Muss theoretisch unter Wasser sein. Ja, da ist er. Aber ich hätte ja tatsächlich gesagt, hier ist vielleicht noch eine Fee, aber... So, jetzt haben wir alle Schatzkisten erstmal. Das ist doch erstmal was Feines, oder? Das ist doch erstmal was Feines. Wir hatten halt bis jetzt nicht wirklich in irgendwelchen Gegnern irgendwas drin, ne? War jetzt nicht wirklich so. So. Hier ist auch nichts. Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe die Kisten und Krüge gut zerstört in den einzelnen Räumen. Okay, hier war jetzt nichts mehr. Ich kam von unten, ne? So, ich gehe mal hier durch. Das ist der Raum. Ich mache hier nochmal eben alles kaputt. Aber theoretisch hat man hier auch schon alles. Da war der Spiegelschild drinne. Die Kisten hatte ich auch schon mal kaputt gemacht. Die Gegner hatte ich auch alle getötet. Nö, hier kann also auch nichts mehr sein. Mann. Das ist ein ekelhafter... Gab's hier nicht irgendwie so einen unsichtbaren Raum? Hab ich das gerade richtig in Erinnerung? Dass es hier irgendwas Unsichtbares gab? Oder bin ich gerade falsch? Ah, ich glaube, ich guck mal kurz offscreen, Leute, bevor ich jetzt hier ewig rumhänge, okay? Wohl. Ich gehe erstmal schnell in den Raum, wo ich hin möchte. Oh Gott, das war der Free-Tod. Nee, ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz, Leute, bis gleich. So, ich bin ja immer rüber geflogen, aber meine Recherche hat jetzt nichts ergeben. Scheinbar sind alle Feen normalerweise in Schatzkisten drin, ne? Dementsprechend kann ich jetzt hier nicht viel, ja, dazu sagen. Das ist halt das Blöde. So, jetzt bin ich erstmal in dem Raum. Aber... Das ist doch der Raum, wo die ganzen Feen waren. Hä? Wie soll ich denn... Verstehe ich nicht. Oder? Das war doch der Raum. Bin mir eigentlich relativ sicher. Wo sollen die denn alle sein? Die hingen da so rum. Aber wie soll ich denn da rankommen? Ja, ich bin mir relativ sicher, dass das der Raum war. Aber hier ist doch gar nichts. Hä? Soll ich fliegen oder was? Ne, ich habe Schwebestiefel. Da könnte man das tatsächlich irgendwie schaffen. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, müsste das doch eigentlich in dem Raum gewesen sein. Aber hier ist ja gar nichts. Müsste dieser Raum sein. Da oben geht's ja auch nicht weiter, oder? Nö. Hier ist überall nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Raum war. Irgendwie ist hier... Ist ja alles ein bisschen verdreht. Kann doch sein. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich ein bisschen was verpasst. Okay, also drehen wir das ganze Ding jetzt doch nochmal um, oder wie?
fehlen noch drei Feen. Wo zwei sind, weiß ich. Da weiß ich nur nicht, wie ich rankommen soll. Maximal verwirrt bin ich. Okay, wir drehen das Ding jetzt erstmal nochmal um. Hä? So ist immer gut. So. Spielen wir erstmal unseren Song, dann drehen wir das gute Stück wieder um. Nicht vergessen, genau in die Mitte zu schießen. So, zum 25. Mal drehen wir das Teil jetzt um. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir wirklich mit der Feenmaske hier nochmal reingehen. Kommen die dann automatisch zu uns geflattert, wenn wir dann mit der Feenmaske reingehen? Ich meine, das sind ja so feststehende Feendinger. Ich weiß nicht, ob die zu uns kommen. Normalerweise haben die eine Animation, oder? Voll die Frame-Anbrüche gehabt. Okay, also theoretisch. Das war ja beim Boss. Das heißt, theoretisch muss ich da oben. Da oben hin, ne? Für die Schatzkiste. Für die Feen, meine ich. Eieiei, ist das kompliziert. Warte mal, ich muss hier mal ganz kurz raustappen. So. Genau, hier auf der anderen Seite müsste das eigentlich gewesen sein. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ich meine, in Krügen ist es nicht drinne. Schatzkisten haben wir alle. Es könnten jetzt eigentlich wirklich nur noch random Rubine sein oder so, die gerandomized wurden, weil ansonsten haben wir alles. Verstehe ich gerade nicht. So, da ist der Raum. Okay. Chill. Alter, warum habe ich gerade so Frame-Anbrüche? Huch. Was ist jetzt los? So, jetzt sind wir hier oben drauf. Meine Güte. Ja, okay. Alter. So, jetzt sind wir hier. Und hier kam er vorhin nicht weiter. Ich könnte jetzt die Dinger aus, die Dinger hier anziehen, warte. Wie geht denn das? So. Na, da könnte man da so ein bisschen lang kleiden, aber ob das funktioniert? Geringfügig funktioniert das. Aber dann fehlt mir halt immer noch eine Fee. Und wo ist die? Die werde ich halt nicht finden, ohne... Alter, das ist auch... Ich kann mich da nicht ranziehen, ne? Hä? Mit welcher Mechanik soll man an diese Rubine kommen? Guck mal, die Krüge, die hängen da auch einfach fest. Lol. Ich kann mich da auch nicht ranziehen. Hä? Leute... Wisst ihr das zufällig, wie man da rankommen soll? Das ist ja ganz strange hier. Okay. Aber selbst da komme ich ja... Ich bin... Hä? Hä? Ich bin maximal verwirrt. Wie soll das funktionieren? Wenn ich normal da bin, dann sind diese Gegenstände nicht da. Gibt es hier irgendeinen offiziellen Weg, wie man an solche Sachen rankommt? Ich könnte jetzt nochmal hier hoch. Ne, kann ich auch nicht. Hä? Ich komme ja nicht mal mehr zurück. Und hier in den Zwischenraum komme ich auch nicht rein. Oder hätte ich da langlaufen können? Hätte ich mir das von unten sneaken können? Wahrscheinlich nicht. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Und ich kann jetzt auch nicht die Maske vom Uni zum Beispiel aufsetzen, oder? Okay, da bin ich sehr, sehr groß. Aber da kann ich zum Beispiel diese Schuhe nicht aktivieren.
Ich kann sogar die Ocarina spielen, das ist ja auch interessant. Ha. Okay, was habe ich noch für Sachen, die ich einsetzen kann? Ich habe nichts, was ich einsetzen kann eigentlich. Okay, warte mal. Ich würde mal Verrohres Sturm aktivieren. In der Hoffnung, dass ich hier in den Raum zurückkomme. Ich glaube, ich komme am Anfang des Dungeons wieder raus, ne? Das ist, glaube ich, bei Verrohres Sturm in Majora's Mask so. Komme ich, glaube ich, am Anfang des Dungeons raus. Was habe ich noch? Was kann ich noch machen, Leute? Ich kann nichts weiter machen. Ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll. Ich meine, ich kann das auch nicht... Kann ich das mit einem Bumerang holen? Kann ich das so holen? Gibt ja auch wenig Sinn, oder? Wir probieren es einmal. Ja, so funktioniert das. Oh Gott. Lol. Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das funktioniert. Dann müsste es auch mit dem Herzteil funktionieren. Jo. Okay, cool. Dann hätten wir das schon mal gelöst. Das Rätselchen. Aber mir fehlt halt immer noch eine Fee. Wo ist die? Das ist jetzt die große Frage. Wo ist die letzte Fee? Ich gehe jetzt erstmal mit dem Song of Soaring wieder zurück. Da müssen wir jetzt am Eingang wieder rauskommen. Ne, wir kommen... Okay, wir kommen hier raus. Direkt wieder weggefeuert. Ey, da ist ja noch das Skulli-Symbol. Hä, bin ich dumm? Mann! Warum habe ich mir das nicht geholt? Ich bin dumm. Sorry, Leute. Sonst noch irgendwas. Vielleicht kann ich aber auch wirklich einfach von hier so? Nö. Muss man schon so machen. Ja, sorry. Das war jetzt mein Fail. Das war jetzt mein Fail. Habe ich nicht gesehen. Warum habe ich das nicht gesehen? Okay. Das haben wir jetzt auch. Das ist das 25. Und dann zack und raus teleportieren wieder. So, das ist die Frage, wo kriegt man das jetzt? Leute, die letzte Fee, die muss hier noch irgendwo rumhängen. Und zwar... Muss es eigentlich ein freistehender Rubin sein? Weil Schatzkisten haben wir alle. Tja, das ist jetzt die große, große Frage. Wo ist hier noch irgendwo ein freistehender Rubin, der gerandomized ist? Und ist es hier oder muss man es wieder umdrehen? Man weiß es nicht. Fragen über Fragen. Hier irgendwo Rubine. Tja, Leute. Ich würde sagen, ich würde das mal kurz skippen, weil ich habe absolut gar keinen Plan, wo ich suchen soll. Und würde euch das zeigen, wenn ich es gefunden habe, okay? Bis gleich. Okay, Leute, das hat tatsächlich nicht lange gedauert. Hier, guckt mal. Ha! So. Wir haben alle. Ach, schön. Geil. Ja, Leute, ich würde sagen, damit ist auch der Part zu Ende. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen geschnitten, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wenn es euch diesmal ein bisschen zu langweilig war, dann tut es mir leid. Aber hey, ein bisschen rumprobieren gehört hier auch mal dazu. Wir müssen auf jeden Fall hier nicht mehr rein. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und ich würde sagen, die anderen zwei machen wir halt, wenn... Ja, die anderen zwei machen wir, wenn wir die Maske haben, oder? Dann ist es, glaube ich, ein bisschen leichter. Ich denke schon. Gut, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir den Deku-Baum an. Das ist, glaube ich, erstmal eine gute Idee. Ich gucke mal, wo die Feenquelle vom Felsenturm war. Das würde ich als erstes abgeben. Und dann gehen wir in Ocarina of Time rein und machen erstmal zwei neue Dungeons.
Das ist der Plan. Gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Randomizer von Ocarina of Time. Und Majora's Mask. Tschüss.